Ja, ich freue mich, hier zu sein und ich darf auch noch vielleicht an der Stelle eine kleine Anekdote von mir und heute Morgen. Ich habe jetzt heute im Laufe des Tages mehr und mehr meine Folien ausgeblendet. Ja? Das vielleicht auch zur Beruhigung von all denjenigen, die dem Wochenende entgegensehnen, weil meine Vorsprecher haben die Lage so toll beschrieben, dass ich da nichts mehr hinzuzufügen habe. Also auch aus Sicht des BSI war das einfach super. Lassen Sie mich nur ganz kurz zwei Aspekte dazu sagen. Ja, Pandemie und Homeoffice, ne? Also ich bin auch immer noch im Homeoffice. Und ich glaube, ein Stück weit werden wir das sicherlich auch irgendwann, wenn die Pandemie vorbei sein sollte, behalten. Aber es bedeutet eben auch, wir sind vernetzter weiter draußen. Wir haben mehr Angriffsfläche. Es gibt mehrere Problemzonen dadurch. Und wir müssen uns also dem Thema Sicherheit auch schon aus diesem Umstand noch mehr nähern. Und vielleicht auch ein Aspekt ist mir auch nochmal wichtig. Also der Mitarbeiter, der vielleicht gerade eine Idee hat, soll ich auf den Anhang klicken? Was ist da mit der Frage, mit dem Makro? Der hat ja, wenn er im Büro ist, einen Kollegen in direkter Erreichbarkeit und kann ihn einfach fragen, was denkst du denn? Das haben wir ja im Homeoffice nicht, da muss man mindestens zum Telefon greifen. Also wenn Sie sich alleine diese menschliche Seite anschauen, sieht man eigentlich schon ganz gut, dass wir selbst an dieser Stelle eine Risikovergrößerung haben. Und ich möchte ganz kurz auch noch was zu den Zielen sagen. Es ist heute auch schon mal ein bisschen angeklungen. Also gucken wir mal auf das, wenn man es als die größte Gefahr sehen will, was kann einem denn so passieren? Ja, ein Ransomware-Angriff, ein Verschlüsselungsangriff, ein Erpressungsangriff ist sicherlich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit aktuell versehen. Ich will dazu nur sagen, niemand ist davor gefeit. Ja, Krankenhäuser nicht, Hochschulen nicht, Verwaltung nicht. Sie haben die Presse bestimmt verfolgt. Also auch wenn jetzt in Düsseldorf die Täter wohl hingegangen sind, haben gesagt, na gut, wenn Sie eine Uniklinik sind, wir dachten, wir sind bei einer Uni, dann lassen wir Sie jetzt mal in Ruhe. Das ist sicherlich gut gemachtes Marketing, aber wir wissen, dass auch viele Krankenhäuser betroffen worden sind. Warum ist das übrigens auch so? Warum werden alle angegriffen, selbst die, die vielleicht von sich selber glauben, dass sie finanziell überhaupt gar nicht so sehr potent sind und attraktiv damit für eine Erpressung? Das liegt daran, dass natürlich diese sehr, sehr, sehr verteilt strukturierten Tätergruppierungen, da gibt es natürlich welche, die sozusagen an der Spitze sitzen, die suchen sich natürlich die attraktiven Ziele aus. Aber in einem, ja, ich sag mal, Black Market Franchise-System können selbst diejenigen, die bisher noch nicht kriminell waren und sich an der Stelle versuchen wollen, Klammer auf, natürlich empfehle ich das ausdrücklich nicht, können sich also solcher Erpressungsversuche bedienen, von vielleicht vermeintlich weniger attraktiven grundsätzlichen Opfern. Und dadurch haben wir es auch damit zu tun, dass selbst kleine und Kleinstunternehmen, also mir ist ein Fall bekannt, 11 Mitarbeiter, ja, hatte das Unternehmen. Und hatte übrigens auch an dieser Stelle, sei das auch gesagt, nicht das ökonomische Potenzial, sich wirklich Hilfe zu holen in der Krise, die sie professionell da durchbringen. Sie sehen also, alle werden angegriffen, egal wie groß sie sind. Und was machen wir da? Also ich glaube, zur Lage und zur Situation ist viel gesagt worden. Und eine der Antworten ist, ja, bitte machen Sie die Dinge, die wir heute gehört haben, die ich jetzt mal in dem Bereich Vorbeugung, Prävention, ich stelle mich auf. Aber was gehört eben auch dazu, und das ist das große Ziel, werden Sie resilient? Stellen Sie sich so auf, dass im Falle eines Falles das Business, Ihr Alltag, so schnell wie möglich wieder aufgestellt werden kann. Dass, wenn Sie getroffen werden, dass nur ein kleiner Teil Ihres Unternehmens vielleicht betroffen ist. Also da mal so das Stichwort Netzwerksegmentierung, Berechtigungskonzept. Ja, machen Sie es so, stellen Sie sich so auf, dass, wenn es passiert, dass nur ein kleiner Teil betroffen werden kann und nicht gleich das ganze SAP-System, wenn Sie groß sind. Ja, also das sind die Ideen, die dorthin stehen. Und ich glaube ganz sicher, wer diese Dinge beachtet und sich so aufstellt und diese Bedingungen einfach auch für sich ausnutzt, das werden die Unternehmen sein, die in Zukunft
erfolgreich sind. Warum brauchen wir für Resilienz Incident Response? Ich halte es für das Schlüsselkonzept. Die Vorfälle nehmen zu, die Qualität nimmt zu und wie muss man sich dazu aufstellen? Also wie stellen Sie sich denn dazu auf, auch wenn Sie ganz klein sind, dass Sie einen Vorfall professionell schnell handeln können und so bald als möglich in den Alltag kommen? Ja, zum Beispiel, es gibt ganz viel bei uns, zum Beispiel auch so etwas wie diese Notfallkarte. Die haben wir übrigens mit ganz vielen zusammen gemacht, auch mit einigen, die wir heute gesehen haben. Ich kann die gar nicht alle nennen. Da haben wirklich viele Köpfe haben sich zusammengesteckt und haben versucht, wie kriege ich denn den IT-Notfall in die Köpfe der Mitarbeiter rein? Ja, indem sie zum Beispiel diese Karte von der Schöpfungshöhe, von der vielleicht neben ihrem Feuerlöscher, aber diesmal natürlich zum IT-Notfall, indem sie die aufhängen, indem sie die in alle Büros, in den Aufzug, in die Kantine tun. Was hat das für einen Effekt? Ihre Mitarbeiter bekommen, vielleicht jeder bekommt einen Hintergrundprozess, okay, sowas gibt es. Das Zweite ist, Sie sehen, der Bereich der Notfallnummer, der ist ausgegraut, der ist noch frei. Das heißt, derjenige, der die aufhängt, der verantwortlich ist im Unternehmen, der muss sich schon Gedanken machen, wen rufe ich denn an? Ja, und kann der mir auch helfen und hat der auch die notwendige Qualität und Kompetenz? Diese Fragestellungen lassen sich außerhalb eines Notfalls sehr viel besser regeln, als wenn es denn passiert ist. Und dazu gibt es auch noch so ein Best Practice, 12 Top-Punkte und der Katalog, den Sie in der Mitte sehen, das ist schon ein Dreiseiter. Und übrigens, und am Ende führt er zum großen Standardwerk bei uns, zum Notfallmanagement, das wir jetzt übrigens so umbenannt haben in Business Continuity Management. Und Sie sehen hier auf der 104, das ist sozusagen der alte, der 204 sozusagen brandneu, ist ein Community Draft, das Sie bis zum 31.06. Konnten Sie sich beteiligen. Nicht traurig sein, wir haben ganz viel Feedback bekommen, das arbeiten wir jetzt noch ein. Natürlich können Sie sich noch dieses Feedback holen und da sind eine Vielzahl von Ideen, von Musterhandbüchern, von Ablaufplänen, von also ganz viele Ideen, die in der Community auch entstanden sind und natürlich auch mit dem BSI-Hintergrund entstanden sind, sozusagen auch mit dem Grundschutzgedanken. Wie stelle ich mich denn auf? Wie mache ich das denn, dass ich einen Vorfall gut handeln kann, dass ich Resilienz erzeuge? Das ist übrigens ein Werk, nicht erschrecken. Das ist auch für Großunternehmen geeignet, die dann einen riesen Aufbaustab im Notfall extra einrichten. Das können Sie, wenn Sie ganz klein sind, getrost ignorieren, aber die Ideen daraus können Sie sich bitte gerne abnehmen. Und was mir echt am Herz liegt, wenn Sie irgendwas sagen, womit soll ich denn anfangen? Üben Sie es. Ja? Wenn Sie einen Betriebsausflug machen, freitags nachmittags, vielleicht verwenden Sie den Vormittag für eine kleine Übung, stellen mal so eine Kiste aus und gucken dann mal, wie Sie Ihren Ablauf wieder weiter hinkriegen. Ich versichere Ihnen, der anschließende Betriebsausflug hat auf jeden Fall ein tolles Thema mehr, über das Sie sich gut unterhalten können. Ja, wie kriegen Sie auch in die Köpfe vielleicht der Unternehmensleitung, egal ob das jetzt ein Vorstand ist oder wie groß auch der Unternehmensaufbau ist, wie bekommt man die denn da rein? Auch da haben wir zum Beispiel ein schönes Papier, das ist eine amerikanische Idee. Nächstes Jahr kommt wahrscheinlich auch eine Erneuerung raus. Sie sehen wirklich so führungskonform. Ich habe heute gehört, lassen Sie mich mit Ihren IT-Buzzwords in Ruhe, da habe ich sowieso keine Ahnung davon, ich verstehe das nicht. Genau dafür ist dieses Dokument hier, wo man das Thema Cyberrisiko mal in so 5 Prinzipien unterteilt hat, in der Sprache von Unternehmenslenkern, wo man denen aber dann eins klar macht, du kannst die Verantwortung für dein Unternehmen nicht deinem CISO oder irgendjemand, der so eine Funktion hat, delegieren, sondern du musst über Personal und auch über den Einsatz der Mittel selber entscheiden und verantworten. Ja, und ein Unternehmensvorstand oder Verantwortlicher, der da vielleicht noch Aufklärungsbedarf hat, bitte greifen Sie gerne zu diesem Dokument hier, das nach dem Lesen und selbst wenn er nur die Prinzipien mal ganz kurz überfliegt, das ist ein 50-Seiter, ja, das ist für manche auch schon zu viel, aber das kann man querlesen, das Ding. Und wir haben von vielen gehört, dass danach
sowas gesagt wurde, aha, okay, ich habe jetzt verstanden, warum ich da in der Verantwortung bin. Ja. Und ja, woher kommt das alles? Ja, die Allianz für Cybersicherheit, viele von Ihnen, ich habe sie auch gesehen, das Emblem, die heute da waren, sind da drin. Betrachten Sie uns als Netzwerk, das Netzwerke schützen, aber machen Sie bitte gerne mit. Es ist alles kostenlos, die Teilnahme ist kostenlos. Und ich will das aber gar nicht weiter ausführen, weil viele von Ihnen das kennen. Aber bitte machen Sie gerne Reklame für uns. Wir freuen uns für jeden, der sich für Cybersicherheit einsetzt, ob er unseren Podcast hört oder sich zum Beispiel bei so etwas wie der Weiterentwicklung der Notfallkarten beteiligt, ist uns sehr willkommen.